meine Augen sind so dunkel. Das geht noch, finde ich. Oder? Hast du schon wieder Fratzen gezogen? Doch. Nein. Okay. Fangen wir an. Ja, hallo ihr Lieben, wir grüßen euch mal wieder. Ja, die liebe Nathalie ist immer noch bei mir, Gott sei Dank. Hallo. Genau, Hallöchen. Und ja, ich freue mich. Die Nathalie wird mich jetzt, denke ich, mal wieder ein bisschen unterstützen und mir ein bisschen die Sachen anreichen. Das wäre schön, wie beim letzten Mal bei Andreas. Also Päckchen, die hat mir auch was zum Geburtstag geschickt und der lieben Kellertreppchen. Und jetzt habe ich tatsächlich auch noch mehr auszupacken. Und zwar geht es jetzt um zwei Päckchen, habe ich von der lieben Gamse bekommen. Der Miss Fashion and Kreativ, die hat auch einen Kanal hier. Den verlinke ich natürlich wieder. Ja. Und erstmal ein dickes Dankeschön an dich, liebe Gamse, für diese zwei Pakete. Ich habe die jetzt schon mal ein bisschen auf, ja, mit dem Messer geöffnet. Und ja, ich fange mal mit diesem etwas größeren hier an. Und ich würde sagen, wir starten. Ja. Ja? Okay. Liebe Grüße noch an Gamse. Genau. Ganz liebe Grüße. Ja. Und ja, ich fange mal an. Hier oben drauf, da hat die liebe Gamse, schaut mal, mit so, ja, wie nennt man das, Filz, Kreise ausgeschnitten. Und hier hinten, ich weiß nicht, ob man es erkennt, hier steht Happy Birthday. Ja, also total lieb von dir, Gamse. Also ich bin ja nicht so ein, wie sagt man, so ein Künstler, was, ja, so kreativ, sag ich mal, ne? Aber ich finde das total süß, die Idee. Und hier hat es ein Papier draufgeklebt und ich lese mal vor, da steht drauf. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Nadine. Ich wünsche dir alles Glück auf dieser Welt und freue mich, dich als Freundin zu haben. Du bist unbezahlbar. Ich hoffe, du feierst schön, natürlich auch für mich mit. Ja, Gamse, das habe ich gemacht. Ich habe für euch alle mitgefeiert und ja, auch ich bin natürlich froh und auch Nathalie, denke ich mal auch. Wir kennen uns ja jetzt alle drei schon auch sehr gut, ne? Ja. Ja, und wir sind auch froh, dass wir dich als Freundin haben. Also vielen Dank. Es geht weiter, damit sich später keiner beschwert, denn du bist mir so einiges wert, wünsche ich dir Gesundheit, Glück und Geld und alles Erdenkliche der Welt. Deine Gamse. Dankeschön. Süß. Total süß gedichtet, das ist ja schon, das reimt sich ja hier unten. Also ja, vielen, vielen lieben Dank, Gamse, ich freue mich total und das wird auch einen Ehrenplatz finden. Ja, mal schauen. So, und dann hat sie, ich sehe schon, alles sehr schön feierlich eingepackt in einem süßen Papier. Ja, Nathalie, möchtest du mir was überreichen? Okay. Ja, dann gebe ich dir mal das Größte hier. Also hier so ein schönes Geschenkpapier, bitteschön. Ja. Oh, da steht noch was drauf. Da steht was drauf. Oh ja, ich hoffe, er passt. Er passt. Okay, er passt. Mal schauen, muss ich jetzt... Oh, ich muss mich bestimmt jetzt gleich umziehen. Ja, ja. Wow. Moment, das Papier landet jetzt mal auf dem Boden. Ah, das ist aber schwer. Ui, was haben wir denn hier? Hör mal. Was ist das denn? Du musst aufstehen dafür. Warte mal, wie rum ist richtig? So. Also ich habe hier einen Pullover in Streifen, ihr könnt es ja erkennen, in weiß und in so einem türkisgrün. Und ja, das geht mir, da muss ich mich auf den Stuhl stellen. Moment. Riesenpulli. Oh, ja. Also hier fängt er an und ich würde sagen, ich bin ja klein. Der geht mir fast bis zu den Knie, hör mal, das kann ich als Kleid anziehen. Cool. Dankeschön, Gamse. Also ich werde das zwar nicht jetzt, aber ich werde es auf jeden Fall irgendwann anziehen und dann auch, ja, dann wirst du es wiedererkennen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich denke mal, ja, das müsste passen, doch. Die Ärmel, das sehe ich schon, die sind extra hier so eng geschnitten, ne? Mhm. Ah, da bin ich mal gespannt. Also so, sowas habe ich noch nie gehabt, so einen schönen langen. Lalala. Also, jetzt fange ich schon an rumzualbern. Nein, ich freue mich natürlich riesig darüber. Die Farben gefallen mir auch sehr gut und ja, ich werde es anprobieren. Ja, aber nicht jetzt, weil das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Und ich bin ja auch jetzt gespannt, was mich noch erwartet. Dankeschön. Super. Okay, das war schon mal cool. Dann ist hier noch was Kleines. Okay. Da steht wieder was drauf. Okay, wir lesen vor.
Ich hoffe, er wird dir immer Glück bringen und dich beschützen. Okay. Also so Schutzengel, die sollen ja auf einen aufpassen, ne? Ich liebe Engel. Ja. Ja. Und da glaube ich auch dran. Also ich hatte, glaube ich, schon ein paar Mal einen Schutzengel. Ach, wie süß. Schaut mal. Tatsächlich. Ja, das sind ja diese Bekannten, die kennt man. Die habe ich schon oft gesehen, die zwei. Also, die zwei. Ach, und das hat sie so süß auch zugeklebt hier. Warte mal. Oh, ach, wie niedlich. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Er will nicht raus. Er traut sich noch nicht, er ist noch ganz schüchtern. Oh, schön. Oh ja, schaut mal. Ist jetzt ein bisschen so, ach, ja. So richtig schön so zum Hinstellen und mit Gold so ja, angesprüht, weiß ich jetzt nicht, aber ja, Gamse, also damit hast du natürlich voll ins Schwarze bei mir getroffen und ich denke schon, dass der auf mich aufpassen wird und auf euch natürlich auch und den stelle ich mir jetzt. Ich habe zwar schon viele Engel hier, aber der passt gut hier auf den Teller, schaut mal. Tata, oh ja. Ach, der ist toll. Ja. Dankeschön. Total süß. Und auch die Tasche wird natürlich nicht weggeworfen, weil ich liebe sowas. Also total süß. Vielen, vielen lieben Dank. Okay. Ja. Ach, das ist so spannend. So, jetzt hier noch was. Oh, ich habe schon gelesen, was da auch steht. Oh, Latte. Jo, jetzt habe ich eine Latte. Mann, 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 Gamse, was machst du? Ich habe meinen Kaffee. Oh, mein Kaffee ist eh kalt. Den hast du doch in der Hand. Da, da. Ja. Gamse schenkt mir eine Latte. Hey, hey, hey. Moment. Oh ja. Ach, Gott sei Dank, ja. Boah, Kaffee Crown? Kenne ich gar nicht. Latte Karamell. Oh, ist das geil. Und was haben wir hier? Latte, Latte, Latte. Eine normale Latte. Ich glaube, hier ist kein von Kaffee, also von dieser Marke. Kennst du die? Mm-mm. Kaffee Crown? Ich glaube, das ist Ülker. Ich glaube, das könnte auch... Das ist türkisch. Das ist türkisch. Ja, 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 Türki. Jo, jo, jo. Oh, da freue ich mich. Und Karamell. Ich danke dir. Ich liebe ja sowas. Kaffee und ja, du auch, ne? Gamse. Hier, deshalb Stößchen. Prost. Mit Kaffee. Klebt der Lippi da dran. Vielen, vielen lieben Dank. Ich liebe sowas, ehrlich. Dankeschön. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Okay, so. Weiter geht's. Ich tauche mal ab. Mhm. Und tschüss. Okay, hier ist noch was Kleines. Ja. Darf natürlich nicht fehlen, steht hier drauf. Das ist eben was Festeres, glaube ich. Was darf denn nicht fehlen? Ich weiß es nicht. Was darf denn nicht fehlen? Jetzt habe ich schon so einen geilen Pullover. Kannst du mir denken, was nicht fehlen darf bei dir? Huch, was ist das? Guckt mal, wenn man hier so reinguckt. Meinst du Nagellack vielleicht? Das sind, glaube ich, zwei Fläschchen. Oh ja, oh ja, oh ja. Moment. Es ist gut verpackt, Gamse. Du hast das gut verpackt. Ach, das schöne Papier. Jetzt muss ich leider ein bisschen... Oh, da kommt schon was. Oh ja. Hä, was sind das denn für süße kleine Dinger? Oh, schaut mal. Einmal, ja, das ist so als Schutz, ne? Aber die sind ja hier so als für Karneval. Also damit würde ich jetzt nicht versuchen, ihn in die Nase zu popeln. Das könnte wehtun. Also, Spaß beiseite. Lovable Luxurious Nail Polish. Ein sehr schöner, wo kommst du denn her? Aus Dublin. Guckt mal, ein sehr schöner heller Rosaton, ne? Auch wie süß. Aus Dublin? Aus Dublin. Ja, und die Firma kenne ich hier. Oh ja, der ist schön. Ach, ist der toll. Art Deco. Art Deco, ja. Ich liebe das. Also im Moment sind, ja, gibt es viele solcher Changierenden, ne? Ach, der ist ja toll. Das ist so lila, blau. Ja, der sieht echt toll aus. Die Nummer 246 steht hier. Also Dankeschön, das ist, ja... Also ich habe aktuell nichts auf meinen Nägeln und jetzt glaube ich, weiß ich schon, was ich morgen mir aufpinseln werde. Jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir, wie viel Uhr haben wir denn? Ja, wenn ihr es wissen wollt, 20 vor, also wir drehen gerade, wir haben heute, mein Geburtstag war Sonntag und es war so viel los und ja, ich wollte,
Ja, was haben wir denn heute? Donnerstag. Donnerstag, ja. Also ich musste mich jetzt bis jetzt gedulden und ich freue mich riesig, dass ich jetzt die Zeit habe. Ich wollte das auch nicht zwischen Tür und Angel auspacken. Und ja, wir haben 20 vor 11. Und ich freue mich. Morgen früh kommt der drauf. Dankeschön, auch über den kleinen Süßen hier. Ja. Okay. Echt schön. So, haben wir in Sicherheit gebracht. Dann gebe ich dir jetzt das nächste. Mhm. Okay, hier ist etwas längliches. Puma steht da drauf. Cool. Oh, mein Hund. Puma, auch noch was. Puma. Nee, der schläft gerade. Der ist total kaputt. Mein Hund, also Puma ist ja, wer es noch nicht weiß, ist ein Malteser Shih Tzu Mischling. Und der hat sich den Fuß vertreten. Der hat jetzt bestimmt 3-4 Tage immer mal wieder so leicht gehumpelt. Ja, und dann waren wir gestern beim Tierarzt. Nathalie ist mitgekommen. Und ja, die Tierärztin vermutet, dass er sich vertreten hat. Hat eine Spritze jetzt bekommen. Und ja, es geht langsam bergauf, oder? Ja. Ich glaube, heute hat er nicht mehr so viel gehumpelt. Und ich glaube, wenn er das hier sieht, Gamse, dann flippt er aus. Dann flippt er aus, weil sowas liebt mein Hund. Diese Salami-Würstchen hier. Also von Vitakraft. Boah, 4 Würste. Ne, die kriegt er heute nicht mehr. Aber morgen früh, wenn wir frühstücken, dann darf er eine naschen. Also vielen, vielen lieben Dank. Auch im Namen von Puma. Er wird sich freuen. Ja, danke schön. Schön, schön, schön. Okay. Oh, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich habe zu wenig Platz. Ja, ich mach den lieber. Okay. Okay. Dann jetzt kommt noch was Größeres. Da steht wieder was drauf. Steht, glaube ich, überall was drauf, wa? Ich glaube, ja. Ich weiß, du stehst darauf. Und zigtausend Smileys hier. Ja, ich stehe auf vieles. Bestimmt auch hier drauf. Ja! Da stehen wir drauf, da stehen wir drauf. Ja. Das ist auch von, aus der Türkei, Coffee Crown, genau. Das ist auch dieser, 3 und 1. Moment, ich zeige es euch mal. Ja. Das ist türkischer Kaffee und ich glaube, ich mache mir gleich noch einen frischen. Das kommt mit Haselnuss hier. Das sind diese. Ja, genau, Haselnuss. Stimmt, Nathalie hat es entdeckt. Lecker. Haselnuss, ja, total lecker, Gamse. Also, und jetzt hast du mir so ein großes Paket auch noch geschenkt davon. 8 Stück. Oh ja. Da kann man ja nie genug haben, ne? Nein. Jetzt habe ich 2 Latten und noch ein paar Haselnüsse. Dankeschön. Okay, weiter geht's. Ja. Hier. Okay, was Längliches. Magst du Lakritz? Fragezeichen. Ja, du bist mir eine. Natürlich. Doch, also ich bin wirklich ein Lakritz-Fan. Nicht diese ganz harten unbedingt, aber wir schauen mal. Toffee, oh ja, mit Süßholzsaft. Die kenne ich ja gar nicht so verpackt. Du? Nicht. Oh ja. Ja, ich möchte, also wenn ich jetzt Lakritz, ich wirklich, also das fühle ich schon. Das ist so Toffee-mäßig. Genau, hier ist eine abgebildet. Und ich denke, die werde ich lieben, weil die sind nicht so hart. Das gibt ja so ganz kleine, so ganz harte Teile. Die mag ich nicht so. Stimmt. Die schmecken auch voll scharf nach Lakritz. Ja. Aber an sich mag ich Kritz. Kritz. Lakritz! Also. Sieht interessant aus, ja. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich das jetzt in der Handtasche, dass das in der Handtasche landet. Kann man gut mitnehmen. So, ich denke, die sind einzeln verpackt, vermute ich jetzt mal. Ich lasse mich überraschen. Jetzt habe ich Hunger auf Lakritz. Ist es nicht verrückt? Mhm. So, dann ist hier noch was Schweres. Oh, was Schweres, okay. Da steht auch was drauf. Ich denke, das brauchst du öfter, in Klammern Puma. Ich denke, das brauchst du öfter. Okay, mit Puma. Ja. Ja, also wenn man mal mit dem Hund so unterwegs ist, ich brauchte wirklich, also ich war 2-mal richtig froh, dass ich das dabei hatte, Gamse. Und sowas brauche ich wirklich immer. Das sind Kankerbeutel. Hier. Oh, das sind, glaube ich, welche Gassibeutel. Ja. Also wer Hunde hat, der wird es kennen. Ich meine, ich finde es auch wirklich nicht schön, wenn gerade in der Innenstadt oder ne, wenn du dann wirklich, mir ist es schon mal passiert, ich bin ein volles Rohr in so einen Haufen getreten. Ja, ich auch. Und das war nicht lustig, weil das stinkt ja wie ein. Und also ich mache das, ich habe auch immer eine Rolle mit in der Handtasche. Und
Oh, jetzt habe ich hier, also jetzt Puma, jetzt kannst du die ganze Stadt zuscheißen. Ich habe immer was dabei. 4x20 Stück. Mhm. Ja, ich würde sagen, das reicht erstmal und vielen, vielen lieben Dank für die Gassibeutel. Kackerbeutel. Blickdicht sogar, blickdicht. Ja, es gibt welche, die sind nicht so blickdicht, ne? Na gut, also blickdicht ist besser, wenn man nicht sofort einen Mülleimer findet. Das sind den Haufen durch die Gegend. Dankeschön. Ach Mann, ey. Gute Idee. Okay, blickdicht. Noch was Kleines. Okay. Da steht drauf, sehr schwer verpackt, hoffe, hast den noch nicht. Hoffe, hast den noch nicht. Das fühlt sich an wie Flummi, fühl mal. Ne? Ja. Ich krieg Flummis. Ah, cool. Nein, das habe ich noch nicht. Moment. Ich glaube, wir haben aus Versehen. Ach, aus der P2 Square Affair. Ach, cool. Ach, genau meine Farbe, Gamse. Das ist so ein, ja, ich will jetzt auch nicht, warte mal. Ja, ist ein bisschen staubig, aber hier ist doch so eine Schutzkappe. Das muss man so, oh nee, ich mach's jetzt nicht. Aber ich kenne das. Also ich habe es damals gesehen und habe kurz überlegt und dachte mir dann, nein, lass es mal lieber. Mhm. Und weil, ja, jetzt hast du es mir geschenkt und ich freue mich. Ja, es sind immer so Sachen, da überlegt man, braucht man das jetzt wirklich? Und wenn man das dann geschenkt bekommt, dann freut man sich umso mehr, weil jetzt weiß ich, ich werde es brauchen. Vor allem, auch wenn ich es jetzt, sage ich mal, nicht so oft benutzen würde, macht es was her. Vor allem, ja. Sieht total süß aus. Ja, dankeschön. Vielen Dank. Ich liebe sehr sowas. Okay, weiter geht's. So, hier noch was Raschliges. Was Raschliges? Oh. Lutschen für unterwegs. Steht hier drauf. Lutschen für unterwegs. Na gut, dann lutsche ich mir mal ein. Moment. Oh, das ist aber gut zu hier. Ich brauche ein Messer. Nein, geht. Lutschen für unterwegs. Ja, also ich bin ja kein, ich muss gestehen, ich kaue. Ich kaue nicht, also selten Kaugummi. Eigentlich die letzten 8 Jahre nicht. Aber das hier, Sanddorn, ja, da lutsche ich direkt die ganze Packung leer, du. Lecker. Also da habe ich echt schon mal vorgestanden von Das Gesunde Plus, kommt ja aus dem DM, mit Vitamin C sogar und zuckerfrei, gesüßt mit Stevia. Oh, das finde ich toll. Null ja. Kalorien, glaube ich. Ja. Ne? Oder? Oder so gut wie nichts, ja. Ich glaube null, oder? Ja, hier steht jetzt 233 auf 100 Gramm. Ein bisschen, also es hat ein bisschen, aber das macht überhaupt nichts. Ein paar Kalorien sind immer gut. Und hier sind 16 Bonbons drin. Da freue ich mich schon drauf. Da habe ich echt schon letztens vorgestanden. So sehen die Dinge aus und vielen, vielen lieben Dank. Lutschen für unterwegs. Ja, dann kannst du ja jetzt lutschen, was das Zeug hält. Ja. Nathalie hier, die. Okay, ich fühle sich gerade lustig über mich, merkt man. Kannst du jetzt lutschen, was das Zeug hält, sag mal. So, und naschen geht immer. Ja, lutschen, naschen, okay, Lakritz. Das sind zwei Röhren, so. Ah, vielleicht so Mentos-mäßig. Früher habe ich das geliebt auch. Du auch? Jetzt hör auf, jetzt haut die sich hier einen weg wegen dem Lutschen. Gamse, du bist schuld, was schreibst du auch lutschen da drauf? Lutschen ist das. Oh ja. Türkische, glaube ich, oder? Nee, die sind nicht türkisch. Die gibt es, glaube ich, im Lidl. Oh, die kenne ich gar nicht. Die schmecken genauso wie Mentos, finde ich. Ah, das ist genauso cool, ja. Mentos. Mint und, was haben wir hier? Und Fruit. Oh ja. Nee, am liebsten würde ich ja jetzt von jedem immer was im Mund schieben, aber das gehört sich nicht, wenn wir den Zuschauern jetzt hier einen vorlutschen. Nein, es bleibt im Bild. Danke, Gamse. Vielen, vielen lieben Dank. Nathalie hat jetzt einen Lachflash. Aber du bist schuld, Gamse, mit deiner Lutscherei. Mann. Das Video wird echt toll. Prost. Okay, hier ist noch was Wackeliges. Was Wackeliges? Da steht drauf, ein Set schön langsam öffnen. Hoffe, gefällt. Warte, dir. Langsam öffnen. Okay. Warum langsam? Wie lang? Ja, dann erzähl mal was. Ich mach ganz langsam. Vielleicht kommt da was raus. Schön langsam. Oh, ein. Moment.
Ich mache langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Langsam ist immer besser wie zu schnell. Manchmal ist schnell aber auch nicht verkehrt. Eieieiei, warte mal. Oh, ist das denn hier offen? Nee, ist zu. Oi, was für ein Sack, ey. Das ist ja ein Beutel. Schön. Nein, ich guck doch mal. Der ist wunderschön. Oh, so ein Beutel hatte ich noch nicht. Es war auch so lange. Gamse. Also bitte, das hat jetzt, ja. Das hat einfach was. Das ist jetzt nichts. Das ist jetzt nichts. Aber der ist wirklich sehr, sehr schön, der Beutel. Ja, was soll ich sonst sagen? Sack, Beutel. Was gibt's denn für ein anderes Wort? Ich ziehe jetzt auch ganz langsam aus meinem Säckchen dieses wunderschöne, was wird's sein? Oh, oh. Moment, boah, Gamse. Moment, Moment, ach, du ahnst es nicht. Alles aus Perlen. Boah, mit dem Klunkerring. Ach, das hängt alles so zusammen. Boah. Ist das Manu, du darfst nicht so lachen. Ja, sag mal, geht's noch? Gemein. Oh Manu. Also das ist echt, ich sag mal, sowas habe ich in der Art noch gar nicht, weil ich meine immer, mir stehen keine Perlen. Wir können das ja mal ausprobieren gleich. Warte mal. Och, die sehen aber interessant aus. Ja, diese Ohrringe. Ich, Gamse, ich bin hin und weg. Ich werde jetzt Folgendes tun. Leg dir alles um. Ach, aber Lachen ist doch gesund. Wir lachen ja nicht, wir lachen ja nichts aus oder so. Es ist, macht einfach Spaß und es ist gerade lustig wegen Lutschen und Beutel und so. Aber ihr könnt uns verstehen. Ich glaub, die wissen es, ja. Okay, warte mal. Unsere Abonnenten. So, guck mal, das passt sogar zu meinem Oberteil, oder? Ja, das passt oder wirklich. Oder nicht? Doch, doch, das sieht schön aus. Echt? Dankeschön. Also, Ohrringe könnte ich mir auch reinmachen. Warte. Da war ja noch mehr, da kommt gleich noch was anderes. Schaut mal. Oh, da stürzt was ab. Warte. Das muss ich nur noch reinkriegen. Warte, ich gebe dir mal den anderen. Ey, gehst du nicht rein jetzt? Der Stöpsel will nicht. Dann der Stöpsel. Ah ne, dann lassen wir den Stöpsel erstmal weg. So, warte. Da braucht man auch nicht. Die halten doch so, weil ich habe immer Probleme, wenn die Ohrringe zu schwer sind. Das kann ich nicht haben, weil ich habe sehr fleischige Ohrläppchen. Das hört sich jetzt an, aber es ist, ne? Also ich habe viel Ohrläppchen. Es gibt ja, du hast etwas. Ja, ich habe fast gar keine, mein Freund. Sagt aber immer, guck mal. Du hast gar keine Ohrläppchen. Ja. Sehr schön. Ja, doch. Das können wir beides nochmal so. Also es passt echt toll zusammen. Danke, danke. Also ich bin echt, ich traue mich nie an Perlen dran und jetzt haben wir noch was in dem Säckchen. Hey, jetzt, oh ja, jetzt kommen noch die Armketten. Und ich finde immer, dass mir das zu meinem Typen nicht stehen würde. Aber ich glaube, Moment. Ach, guck mal, dann auch noch zwei solcher Perlen. Aber irgendwie Gamse, ich weiß auch nicht, finde ich, ja. Guck mal, das passt perfekt zusammen, ne? Sieht schön aus, ja. Vielen, vielen lieben Dank. Also, und auch das Säckchen, der Beutel ist wunderschön. Ja. Toll. Also ich werde es jetzt auch erstmal dran lassen und ja, ich finde, es passt irgendwie, jetzt, weiß ich nicht, ich wusste ja jetzt nicht, dass, ne, war jetzt Zufall, dass das wirklich auch so passt, ne. Aber wir haben ja noch was vergessen, weil hier ist noch ein Ring, oh, den kriege ich jetzt nicht. Warte, ich hole dir was. Hier haben wir noch diesen Ring mit der mega fetten Perle. Und dann, warte, dann bin ich komplett gleich. Oh, guck mal, ob du den, oder soll ich mal. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt habe ich schon. Guck mal. Und? Der passt. Das ist nämlich kein. Also Gamse, das hier war. Guck mal. Der passt. Tata. Nobel geht die Welt zugrunde. Meine Oma sagt immer, Nobel geht die Welt zugrunde. Und ich fühle mich gerade wie Prinzessin Diana. Oder so ähnlich. Also ich bin echt, doch, also das werde ich dann auch, wenn ich das trage,
wenn mal so ein feinerer Anlass ist, weißt du, dann so ja, in Kombination vielleicht sogar mit dem schicken Oberteil ja, hier. Ja, das T-Shirt. Also das die passt Bluse irgendwie, oder was? Ja, das passt. Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich gerade, weil ja, sowas in der Art hatte ich noch gar nicht, weil ich halt mich nie so an die Perlensachen so rangetraut habe. Jetzt hast du mir das geschenkt und Nathalie sagt auch, es steht mir. Ja. Doch. Ja. So, jetzt habe ich hier alles durcheinander gebracht. Ich sehe gerade, hier im Karton hat Gamse ganz viele von so leckeren Sachen reingepackt. Kennt ihr die noch? Diese hier. Die kennt ihr ja. Schmeiß weg, Nadine. Danke, danke. Das liegt jetzt hier in dem Karton noch so als Dekoration drin. Aber, aber da ist noch was. Da ist noch ein Geschenk? Jo. Zwei. Was steht denn da drauf? Beauty to go. Beauty to go. So ein bisschen Englisch kann ich ja. Ich kann nicht viel, aber Beauty to go ist sowas wie, ja, vielleicht ein Pinsel oder Kosmetik zum Mitnehmen quasi, ne? Für die Handtasche vielleicht. Ich bin hin und weg hier. Die Ohrringe, die sind echt klasse, ne? Mann, Mann, Mann. So, Beauty to go. Was ist das? Oh, oh, oh. Oh, das scheint... Ach, guck mal hier, das ist was von Douglas. Hey, das kenne ich ja gar nicht, sowas mit. Uiuiui, wartet mal. Das muss ich... Da bin ich ja... Oh, da ist ein Schlüsselanhänger oder sowas. Okay, nichts kaputt machen. Ach, guck mal. Ja, schaut mal, das ist so ein Schlüsselanhänger oder das kann man sich auch umhängen, ne? Warte. Das ist ja cool. Und hier dran hängen dann noch so süße Schleifen. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das ist ein Lipgloss. Dann, was haben wir noch? Eine Nagelfeile. Also das brauche ich immer, weil meine Nägel, ihr wisst, die sind so brüchig. Ewig habe ich so kleine Kanten und Ecken und das ist ja ideal, oder? Was haben wir hier? Was ist das? Wimperntusche vielleicht? Moment, hier ist noch sowas Schwarzes, Wimperntusche. Ich versuche es mal. Oh, das ist zugeschweißt. Einen Moment. Jetzt habe ich es. Hihi, guck mal. So süß. So der kleine Pimpel. Also, jetzt kann ich mir, habe ich noch nie gesehen. Mascara zum Mitnehmen. Habe ich noch nie gesehen. Und dann, ja, diese drei Sachen. Dann haben wir halt hier noch das, was ist das Douglas-Logo-Zeichen hier. Oh, sieht man gar nicht. So, jetzt. Und dann kann ich mir das umhängen. Dann bin ich, wenn dann einer mal zufällig Mascara braucht, kann ich sagen, möchtest hallo, Lipgloss. Huch, ist doch cool. Lipgloss, oder? Ja. Das wird Lipgloss sein. Ja, riech jetzt nichts. Oh ja. Ein schöner pinker Lipgloss. Das ist ja süß. Mhm. Ich riech gar nichts. Hier so ein kleiner Applikator. Was es nicht alles gibt, wa? Mhm. Gamse, was findest du für tolle Sachen? Vielen, vielen lieben Dank. Das finde ich echt praktisch. Doch, mag ich. Ich glaube, das war das erste Päckchen, wa? Nee, da ist noch eins. Eine Sache ist hier noch. Ein weiteres Stück für deine Sammlung. Ein weiteres Stück für deine Sammlung. So nach der Form und Verpackung würde ich auch Lippenpflege... Irgendwie Labello oder so vielleicht? Ich glaube auch. Ja. Moment. Ja. Oh. Von BB Pink. Habe ich den? Ich weiß jetzt, ich überlege gerade, ich habe von denen, ich glaube, den habe ich. Oder war das eine andere Farbe? Ich weiß auch nicht. Jetzt überlege ich gerade, Gamse. Aber ist nicht schlimm, weil ich finde die nämlich sehr, sehr gut. Und er wird auch gleich aus der Verpackung genommen. Weil es gibt ja einen Nude, also so einen Nude-Ton. Ne? Und ich habe gar keinen davon. Ich weiß es gar nicht. Warte mal. Ah ja. Also es kann wirklich sein, dass ich den habe, aber das ist wirklich hier, schaut mal, der gibt ein bisschen Farbe ab, minimal, aber ich finde die Pflegen auch gut und mir gefällt der Duft einfach. Also Gamse, auch wenn ich den jetzt schon haben sollte, bin ich trotzdem hoch erfreut, weil ich die wirklich gut finde. Also ich finde die toll, weil die halt gerade hier nicht so viel Farbe und für den Alltag mal eben spenden Feuchtigkeit, finde ich gut.
vielen, vielen lieben Dank. So, und jetzt haben wir, glaube ich, hier das erste. Jetzt muss ich aber mal gucken. Nicht, dass ich was übersehen habe. Moment. Nee, war alles raus. Jetzt packen wir erstmal das Papier hier rein. Ja, und jetzt geht's weiter. Das war ja erst das erste Päckchen. Sie hat mir noch eins geschickt. Das muss ich euch jetzt mal zeigen. Weil sie hat, das sieht so aus, hat überall hier noch was draufgeschrieben. Happy Birthday. Feier schön. Und hier, und Schatz. Ja, also sehr schön gemacht und auch das ist prall gefüllt und ich bin schon total aufgeregt und Nathalie darf mir wieder was überreichen. Okay. Mhm. Mhm. Okay, das hat eine interessante Form. Flaschenmäßig. Ich habe die Haare schön. Kennst du das Lied? Ich hab die Haare schön, ich hab die Haare schön, ich hab die Haare schön und noch viel schöner werden sie jetzt, weil ich sehe schon. Oh, Garnier Fructis. Oh ja. Und ich bin ein Garnier Fructis Fan, Schadenlöscher, da habe ich ja damals ja, auch ein Video. Auch. Diese neue rote Serie da jetzt. Und was ist das? Colorschutz Duo Effektpflege. Koloriertes oder gestrichen. Ach, das ist hier, seht ihr? So zwei Phasen. Und wenn man das shake, okay, was ist das? Ach, Farbglanz, okay, und das kommt, denke ich mal, einfach schütteln und auf feuchten oder trockenem Haar. Auch auf, nee, das mache ich jetzt nicht, oder? Aha, obwohl, ich mache es jetzt mal. Pass auf, gehe aus der Schusslinie. Moment, jetzt spritzt. Jetzt habe ich gespritzt. Oh, sorry. Ja. Oh, riecht das gut. Ist. Riecht das so nach Joghurt. Das sieht ist auch der, so aus. Aber auch der. Ja. Ne? So, so eine Joghurt- aber das kenne ich jetzt gar nicht so. Also dieses Duo-Effekt. Schaut mal. Ich auch nicht. Ne? Aber ich liebe diesen Duft. Also, und das bringt dann für Farbglanz und Seidigkeit. Und hier steht. Nach nur einer Anwendung lässt sich das Haar spielend leicht durchkämmen. Das finde ich gut. Oh ja. Sowas liebe ich ja, ne? Weil oft habe ich schon mal so eine Spülung, danach kann ich nicht. Oder man hat keine Zeit für eine Spülung und ich hier mit meinen gesträhnten, gefärbten Haaren komme dann gar nicht mit der Bürste durch. Deshalb ist das top. Also da freue ich mich. Dankeschön. Ach ja. Riecht gut. Okay, jetzt holen wir das nächste raus. Oh, hier steht Olaf. Ja, wer es nicht weiß, mein lieber Ehemann heißt Olaf. Ist leider noch nicht zu Hause, glaube ich. Nein, ist noch nicht zu Hause. Ja, jetzt. Eigentlich müsste Olaf. Nein, ich packe es jetzt für Olaf aus, ja? Für Puma was mitgebracht. Für Olaf. An alle gedacht. Oh ja. Oh. Balea Man, das gibt es, eine Handcreme für Männer. Wie cool ist das denn? Guck mal. Mhm. Ey, echt? Eine Hand? Das ist ja cool. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ich gucke selten für meinen Mann nach Handcremes, aber aktiv. Habe ich auch noch nie. Zieht gesehen. Schnell ein. Riecht irgendwie. Oh, das ist gut. Das riecht, glaube ich, nach nichts, oder? Nee, ich rieche jetzt auch nicht. Ich teste trotzdem mal. Ich bin ja neugierig. So. Eine ziemlich feste Creme. Ganz dezent, aber nicht irgendwie. Ja, stimmt. Ja, so ein bisschen riecht es schon, aber vielleicht so leicht herb. Ja, gut, für Männer mit Panthenol. Also, da wird er sich freuen. Ja, neuer Duft steht hier. Neuer Duft, dann gab es das schon. Mhm. Ja, ich habe da nie drauf geachtet. Also, vielen lieben Dank im Namen von Olaf. Der wird das schon benutzen. Ja, das denke ich doch. Okay, jetzt ist hier was im Taschentuch. Okay, okay. Oh, oh, aufpassen. Oh, oh. Und noch einmal. Okay, das ist vielleicht was, was nicht, was vielleicht, ach, hier steht was drauf. Grün, zerbrechlich. Okay, was Grünes und was Zerbrechliches. Oh, aufpassen. Halt schon mal die Hände drunter, falls es mir aus der Hand fällt. Ach, wie süß. Oh. Schaut mal. Ach, wie niedlich. Ein grünes Schaf. Das ist ja putzig. Guck mal. Das ist ja echt süß. Ach Mann, das ist echt knuffig. Moment, da stellen wir auch mal hier hin.
Jo. Das passt auch gut in mein Wohnzimmer farblich. Ich glaube, dass dieses süße Schaf kommt in mein Wohnzimmer. Dankeschön. Ein grünes Schaf. Okay, nach dem Schaf kommt eine Tube anscheinend. Mhm. Ich liebe diesen Duft, steht da drauf. Ja, vielleicht liebe ich ihn ja auch. Das ist ja meistens so bei uns Beauty-Gurus, sag ich mal. Wir lieben ja eigentlich ja, fast immer das Gleiche. Was ist das denn? Balea Perlenzauber Body Lotion? Kommt mir bekannt vor. Mhm. Ja, stimmt. Da hatte ich eine Dusche, gab es glaube ich da auch von, ne? Ich glaube auch, ja. Oh ja. Mhm. Ich glaube, entweder habe ich sogar noch die Dusche oder ich hatte sie. Oh ja. Das riecht toll. Oh. Moment. Das ist eine eher flüssigere Konsistenz, aber. Das riecht echt toll. Oh, wie kann man das beschreiben? Weiß ich gar nicht. Schwierig. Ja. Geil. Frisch, sportlich frisch. Also werde ich auf jeden Fall benutzen, Gamse, weil, ja, auch so ein bisschen geheimnisvoll. Ich weiß nicht, wertvolles Öl. Auf jeden Fall riecht es toll. Dankeschön. Entschuldigung. Oh, hier schwächelt jemand. Okay. So, Kaffee. Hier noch was in okay. Küchenfolie. Nee, Küchenpapier. Ja, so Zeva-Rolle. Mal schauen, was sich darin verbirgt. Oh oh, ich denke mal, auch da sollte ich aufpassen beim Auspacken. Was steht drauf? Blush. Oh oh. Ein Blush. Hui, ich liebe Blushes. Du auch, ne? Wir sind alle Blush-verrückt. Blush-Junkies. Gamse, ein Blush. Ein runder. Also es hat eine runde Form. Ich bin gespannt, was für einer. Ah, von Uma. Moment, Uma. Also Gamse, das ist mein erster Blush von Uma. Aber jetzt könnte ich jetzt auch nicht sagen, wo gibt es Uma. In Karstadt habe ich das schon mal gesehen. Chic Coral, so heißt der. Guck mal. In Real, glaube ich, sogar auch. Ja, da halte ich mich nie auf, glaube ich. Oh ja, der ist sehr schön. Ein korallefarbener Blush. Und ich glaube, da ist sogar kein Glitzer. Der ist mal matt. Moment. Swatch ihn mal. Oh ja, hier ist er. Mhm. Oh, schön. Mein allererster Blush von Uma. Ich habe so viele Blushes. Wer mal drei- oder vierteiliges Blush-Sammlungsvideo gesehen hat, also der weiß, ich habe viele Blushes, aber da gab es keinen von Uma. Also ich habe jetzt dank Gamse einen Blush von Uma. Doch, gefällt mir. Jetzt für den Sommer kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, wa? Ja, der ist echt schön. Also Dankeschön, ich freue mich. Danke. Ach, das sind schöne Sachen. Ja. So, jetzt geht's weiter. Oh, hier ist was ganz Leichtes. Oh, und da steht schon was Lila. Ja, Lila ist meine Lieblingsfarbe. Doch. Ich liebe Lila. Ja, das ist irgendwie so, weiß ich auch nicht. Schauen wir mal. Moment. Ne? Das ist was Buschelig-Haariges. Oh, Heidewitzka. Ein Essenspinsel. Oioioi. Ach, aus der Blumi ab. Ach, du Schande Gamse. Was schön. Ich liebe ihn jetzt schon. Ein Kabuki, das war diese LE, wo die Pinsel, ich habe da auch mal damals noch geguckt, bin extra zu Müller, aber diese Blumi Up Pinsel Edition, die war ja so schnell ausverkauft, ich habe da nichts mehr von gesehen. Und du schenkst mir jetzt den Kabuki, ach Mann, ich kriege ihn nicht raus, komm raus. Ja, das hat sie mir nämlich gesagt, dass sie dir einen Pinsel drin hat. Ach, das hat sie dir verraten? Aber nur das. Und ich kriege es nicht offen, ich jetzt auch nicht, also. Bin zu blöd. Vielen, vielen lieben Dank, Gamse. Ja. Also den werde ich in Ehren halten. Den werde ich auch immer fleißig und gründlich putzen. Aber der ist gut eingepackt. Juhu, ich habe es geschafft. Das wäre es jetzt auch noch gewesen, dass ich hier nicht an diesen wunderschönen Pinsel drankomme. Schön, ey. Oh ja, fühl mal. Oh, total schön weich. Der ist viel zu schade zum Benutzen. Der muss immer dran riechen. Und stinken tut er auch nicht. Nee, guck, sieht echt mal schön aus. Oh, Gamse, der ist wirklich, also, total schön. Ach, der ist klasse. Ja.
Ich glaube, morgen wollten wir Pinsel waschen. Eigentlich ja schon heute, ne? Ja, eigentlich schon. Ja. Der wird sofort mitgewaschen und benutzt, weil der ist richtig schön weich. Vielen, vielen lieben Dank, Gamse. Ich bin verliebt. Ja, ja, das ist dann noch so eine schöne Farbe. Dankeschön. Oh, das ist viel zu viel. Ich kann nicht mehr. Nächstes Jahr geht's weiter, ja? Na gut, ich stelle mal schnell weg. Nein, nein, es muss ja weitergehen. Okay. Mhm, ich pinsel mir gerade ein. Was Schwereres. Was Schwereres? Ich sehe was durchspicken. Fand ich einfach nur traumhaft, steht da drauf. Traumhaft. Ein Traumfänger? Hm. Oh! Wow! Wow! Noch so ein Klunkerring und so ein geiles Armband. Schaut mal. Den habe ich damals gesehen bei DM und da habe ich immer hin und her überlegt. Weil ich habe zwar, ihr seht es ja, Moment, ich habe zwar kurze Finger und meine Mama sagt immer, Nadine, du kannst doch nicht so große Ringe tragen, das sieht doch nicht aus. Und ich immer, Mama, ich will aber. Ja, ich habe mich meistens auch durchgesetzt. Könntest du mir den abmachen? So, jetzt wird gewechselt. Jetzt, oh, das ist auch schön. Guckt mal, das sind so tolle Perlen und die Kombination gefällt mir auch von zwischen Pink, Lila und Rot. Total klasse. Das sieht schön aus. So, mein neuer Ring. Wow. Super schön, gefällt mir total gut. Seht ihr das? Ja, ich glaube schon. Also ich finde, auch an meinen kurzen Fingern, ich mag sowas. Und deshalb tausend Dank, Gamse. Bei mir kann es ruhig dick sein und groß. So, was Ringe betrifft. Ja, und Schmuck allgemein. Ja, hier ist noch was. Großes, bräuniges. Ich muss mal den Pinsel angucken. Ich habe einen Pinsel, was Großes, Beuliges. Viel Spaß beim. Es könnte eine Badewanne. Ich bade ja auch unheimlich gerne. Nathalie übrigens auch. Du hast heute im Maiglöckchen-Duft. Mm. Von Dresden Essenz gibt es eine neue limitierte Edition. Oh ja, die roch so gut. Da müsst ihr mal gucken. Maiglöckchen. Badesalz war es. So, jetzt gucken wir mal. Haben wir gerade, jetzt guck mal, auch Dresdner Essenz Gamse. Woher weißt du, dass ich das liebe? Oh ja, das ist Honigmandel von Dresdner Essenz. Und was haben wir hier noch? Lerche Apfelmilch, Alpenmilch. Oh, lecker. Oh ja, hier, möchtest du mal am Dingens? Cool. Oh, ich liebe das. Ich muss gleich noch baden. Ich muss ein gute Nachtbad nehmen. Dankeschön. Und da war aber noch was. Moment. Oh, wie geil ist das denn? Die ist ja geil. Die Playboy. Ein Playboy-Hase. Also eine... Moment, wir packen es aus. Oh mein Gott. Demnächst habe ich ein Playboy-Häschen in meiner Badewanne. Wenn ich es rauskriege. Ja, Gamse, wo hast denn sowas her? Hm? Playboy. Guckt meine Quietsche-Ente mit Hasenohren. Die ist ja süß. Oh ja. Das brauche ich jetzt. Oh, jetzt kommt Puma. Jetzt habe ich Puma geweckt. Nein! Hier, Puma. Wo ist er? Guck mal her. Hier. Nee, jetzt will er nicht. Okay. Aber Puma ist jetzt hier gerade neben mir. Komm mal her. Nee, okay. Also, total süß, diese Ente mit Hasenohren habe ich noch nie gesehen. Ein Playboy-Häschen. Die wird ins Badezimmer kommen und ich denke, sie darf auch mal ab und zu mit mir rumschwimmen. Ja, das glaube ich schon. Dankeschön. Puma. Okay, jetzt sind hier noch eins. Ja, leg dich auf die Decke. Fünf Sachen sind noch drin. Ich gebe dir mal ein mittleres. Okay. Gleich an dich gedacht steht da drauf. Okay. Gleich an dich gedacht. Was könnte das sein? Oh.
gleich an dich gedacht. Oh, Spirit of Charming Night. Ein neuer Duft, also hier steht neu drauf. Ein, ja, ein Eau de Parfum. Oh, da muss man gleich dran schnüffeln, wa? Mhm. Ich liebe ja Düfte und ja, dann bin ich mal gespannt. Dann ist es ja ein Duft bestimmt, den du vielleicht auch hast, Gamse. Kann das sein? Verrat es mir. Aber der Flakon ist auch sehr schön. Mit, hier mit Eiffelturm. Der Eiffelturm. Genau, danke. ja. Moment, ich spritze mir mal ein. Oh ja. Oh ja. Mhm. Der ist so sinnlich. Der riecht so schwierig zu beschreiben. Angenehm, sagen wir mal angenehm. Nichts unbedingt Süßliches, obwohl schon, aber jetzt nicht so fruchtig süß, eher blumig irgendwo, oder? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das auch noch nie gesehen. Wo gibt es denn Spirit? Ich auch nicht. Spirit of Charming Nights, also nur was für die Nacht. Wir müssen gleich noch ausgehen. Oh ja. Wir gehen gleich noch Party machen. So wie ich heute aussehe und du bist auch so schön gekleidet. Vielen, vielen lieben Dank, Gamse. Ich freue mich. Ich liebe sowas, ja. Okay. Okay, dann ist hier noch was ganz Kleines, Süßes. Mhm. Wusste nicht, dass es den gibt. Mhm. Okay. Ah, was könnte das sein? Du wusstest es gar nicht, dass es das gibt. Guck mal, jetzt ist Puma hier. Ja, ihr könnt es leider nicht sehen, aber ja, er möchte jetzt auch nicht auf meinen Schoß. Aber der ist jetzt hier dank deiner Quietsche-Ente mit Hasenohren total auf mich fixiert und guckt mir jetzt beim Auspacken zu. Hä, was ist das denn? Kleenex-Balm? Ein Lip... Ach, guck mal hier, Kleenex. Das ist doch, ja, hier der Raumduft hier. Und Duftkerzen gibt es davon, genau. Ja? Ja. Oder ist das... Nee. Oder das ist diese Kleenex. Taschentuch. Diese Taschentücher gibt es doch davon, ne? Ich weiß gar nicht, aber irgendwas. Ja, Balsam. Mhm. Doch, ich glaube, es gibt. Ich glaube, ich verwechsel das gerade mit diesem Raumduft Kleenex. Ich glaube, dieses hier so geschrieben, das ist Taschentücher. Und da gibt es Lipbalm von? In so einer süßen Dose. Moment. Ich versuch das mal aufzudrehen. Aha. Ich rieche jetzt. Ich bin hier zu viel an. Riecht so ein bisschen nach Wachs. Nach Honig? Honig? Ach, ich zeige es euch erstmal. Also, ich habe jetzt ein Lippi drauf, aber... Oder? Ja, ich weiß auch nicht, ganz dezent. Oh, jetzt muss ich, glaube ich, niesen. Ja, nach Honig. Juhu! Gesundheit. Dankeschön. Siehst du, jetzt fange ich schon an. Aber ich werde den testen. Was heißt testen? Ich werde den benutzen natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass da... Riecht so nach Bienenwachs. Ja, hier steht, hier ist Petrolatum, Paraffinum, Anus. Calendula. Mhm. Auf jeden Fall Calendula, genau. Auf jeden Fall was ganz Pflegendes. Und jetzt, jetzt habe ich irgendwie gerade ein Kribbeln in der Nase. Vielen, vielen Dank. Das wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Gamse, da hast du recht. Also... Wie gesagt, das ist genau, da habe ich mal Taschentücher von gekauft. Mhm. Smoothing, ach nee, hier steht drauf Nose and Lip Balm. Ah, okay, das habe ich gerade überlesen. Hier steht Nose, da. Und ja, also ist das, denk ich mal, speziell was, wenn man mal erkältet ist und wirklich vielleicht auch dann die Nase schon mal so wund hat. Genau. Und das finde ich toll. Das ist bestimmt gut, also es riecht auch schon... Weil es gibt, ja, es gibt nichts Schlimmeres, wenn die Nase so gerötet ist. Und also vielen, vielen lieben Dank. Sowas kenne ich auch nicht. Und jetzt habe ich es aber dank dir. Toll. Da freue ich mich. Okay, hier ist noch was um. Okay. Man könnte schon vermuten, was das ist. Vielleicht. Hallo Sommer und hallo Füße. Oh, meine Füße, ja. Meine Füße. Hallo Sommer. Also Sommer wäre natürlich toll, weil bei uns ab morgen, also morgen haben wir Freitag, ab morgen soll es angeblich endlich mal schön werden, weil wir hatten ja in den letzten Tagen nur Regen, arschkalt. So blödes Wetter. Es war so kalt hier bei uns im Sauerland
Und deshalb hoffe ich echt, dass der Sommer kommt und dass ich dann dieses Balea Wellness Fuß- und Deo-Spray verwenden kann. Oh ja. Cool. Das habe ich noch nicht, nee. Ich will jetzt nicht sprühen, weil ne, Füße und so. Aber ich denke mal, Lemongrass und Minze ist auf jeden Fall... ja, muss gut riechen. Ich habe davon die Creme. Die mag ich vom Geruch. Ah ja, da gibt es so Fußcreme, ne? Mhm. Stimmt. Mhm. Da freue ich mich schon. Der Sommer kommt, bestimmt. Vielen, vielen lieben Dank, Gamse. Oh ja. Ja, ich muss mich mal mehr um meine Füße kümmern. So, zwei sind noch drin, zwei Sachen. Die zwei letzte? Große, ja, ja, nimm mal das große, okay. Ich. Frühling, I love you. Okay. Ja, Frühling, ja. Ich hoffe... Ah! Ja. Alnatura. Ja, da habe ich auch vorgestanden, Gamse. Und habe es aber nicht gekauft, weil ich mir dachte, nee, komm, du hast ja genug Tees. Aber ja, jetzt hast du mir den geschenkt und jetzt freue ich mich umso mehr. Von Alnatura, wer es nicht weiß, ist denn Naturkosmetik. Naturkosmetik. Hm. Ja, natürlich. Ist eine... diese Bio-Firma vom DM. Und was ist hier drin? Zitronengras, Himbeerblätter, Brombeerblätter, Pfefferminze, Zitronenmelisse, Krausminze und Zitronenverbena aus biologischer Landwirtschaft. Hört sich lecker an. Ja, da trinken wir morgen, ja? Mhm. Dankeschön. Ja, ich trinke nicht nur Kaffee, ich trinke auch Tee. Ja. Ach, dankeschön. Das letzte? Ja, das letzte. Der Karton leer. Alle. Ja, da sind noch, hier sind noch überall, hier hat die liebe Gamse mir auch noch Nervennahrung eingepackt. Okay, was Leichtes. Was Leichtes. Da steht drauf, klingt vielversprechend, mit einem Zwinker-Smiley. Klingt vielversprechend. Okay. Jetzt, da weiß ich überhaupt nichts mit anzufangen. Ich habe eine Vermutung. Was zum Schminken? Ich glaube nicht. Aber vielleicht schon. Okay. Ah ja. Ja, das habe ich wieder. Ehrlich? Eine Augencreme. Jetzt habe ich, also, und das ist, ich habe ja auch einige Augencremes, muss ich gestehen, die ich immer mal wieder so im Wechsel benutze. Und Gamse, du hast eine Augencreme gefunden, die ich noch nicht besitze. Von Rilania Face. Rilania. Ah! Das war hier, genau. Schlecker. Gibt's ja nicht mehr. Ah, ja. Geeignet, was ist das? Mit Q10, Hyaluronsäure und, oh ja, das hört sich sehr gut an. Hyaluron ist ja schon so Inhaltsstoffe, die, ja, die ja. Ich, ja, du noch nicht so vielleicht. Du bist ja noch ein junger Hüpfer. Ja, trotzdem. Sollen wir den verraten? Die Nathalie ist nämlich 10 Jahre jünger wie ich. Ja. Das wissen die, glaub ich, schon, oder? Nee. Die denken wahrscheinlich... Die wissen doch, dass ich 18 und du 28 bin. Ach so, ja, stimmt. Ja, okay. Hey, ich habe mich vertan, ja. Ich bin ja 28 geworden. Moment. Die Creme will nicht, die Augencreme. Und die werde ich heute Abend nach dem Abschminken... Ich benutze immer abends und morgens eine Augencreme. Und ich finde diese Farben natürlich sehr schön, weil das sind ja genau meine Farben, ne? Oh ja. Lila, grün. Mal gucken. Oh, Puma fängt an zu graben. Ich habe irgendwie Schnupfen gerade ein bisschen. Ja, jetzt sind auch so viele Sachen schon. Man riecht gar nichts mehr richtig. Doch, so ein bisschen riecht es leicht fruchtig. Warte mal, hier ist... Moment, was steht denn hier? Ist da Pflaume drin, weil da so Pflaumen drauf sind? Pflaumen. Ach, das sind Trauben, wa? Warte mal. Keine Pflaumen. Ja, Trauben. Nee, könnten aber auch... Genau, Traubenkernöl ist hier drin und hier sind so Trauben drauf. Ja, das stimmt. So leicht, aber ich finde das gut, dass es nicht irgendwo nach derbe riecht. Pflaumen. Weil gerade für die Augen, da brauchen wir ja nicht unbedingt Duft. Aber es fühlt sich schon sehr pflegend an. Hyaluronsäure, Q10 ist alles das, was, ja, was, dann, was man irgendwann mal braucht, wenn man älter ist. Ne? Deshalb vielen, vielen lieben Dank, Gamse. Die wird heute Abend gleich getestet und ja, ich denke mal, das wird schon eine tolle Sache sein. Für jeden Hauttyp steht hier drauf. Wunderschön und ich freue mich und ich, ja, nee, warte mal, hier ist noch eins, wa? Oh ja, noch eins. Nathalie hat was überschlagen hier. Nein, die hat was, warte mal. Wir haben tatsächlich noch
ein letztes Päckchen. Da steht drauf, finde ich so schön. Fühl mal. Das ist irgendwie was Interessantes, Hartes. Oh. Oh. Okay, wir gucken mal. Ich kann mir auch schon denken, was das ist. Oh, ihr habt was durchgestochen. Ja. Das also, könnten Ohrringe jetzt sein. Weiß. Ja. Jetzt weiß es. Okay, okay. Ah, jo. Uiuiui. Das sind ja mal schöne Ohrringe. Guckt mal. Das sind so kleine Kristalle. Warte mal, die Kamera hat. So, jetzt geht's. Mhm. Doch. Das stimmt. Warte mal, jetzt. Nee, das sind, glaube ich. Steine? Ja. Ganz echte Steine sind es jetzt nicht. Aber. Die sehen so ein bisschen aus wie so ein Serpentin. Aber ich weiß nicht. Die werde ich auf jeden Fall, ich überlege gerade schon, die würden jetzt auch gut passen. Ja, ich werde sie mir im nächsten Video mal reinmachen. Und ja, also solche interessanten Ohrringe hatte ich auch noch nicht. Aber es könnte vielleicht doch, vielleicht ist es doch echter Edelstein, ich weiß es nicht. Ist schwierig, bei manchen Sachen ist es sehr schwer zu beurteilen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Steht auch nicht drauf, ne? Nee. Hier steht nur 51 Green. Green. Hm. Also trotzdem, also ich sag mal, ich denke mal, ich halte es mir mal so ans Ohr. Doch. Also so Grüntöne, finde ich, stehen mir, oder? Stehen dir auf jeden Fall. Also, jetzt gucke ich aber nochmal. Nicht, dass ich hier noch was aus Versehen übersehe. Nein. Boah, ich habe es geschafft. So viele tolle Sachen, Gamse. Ich danke dir. Und ich habe schon wieder den tollen Kabuki aus der Blumi Up LE in den Händen. Ja, das wird jetzt einer meiner liebsten Pinsel werden. Den werde ich in Ehren halten. Und ich freue mich schon, alles ausprobieren zu dürfen. Vielen herzlichen Dank. Und ich glaube, ich habe jetzt für mich die, wie sagt man, ja, so Perlen für mich kennen und lieben gelernt. Und da fällt schon wieder was. Ich glaube, ich muss gleich erstmal aufräumen. Hier sieht's aus, Leute. Okay, ja, wir müssen jetzt aufräumen. Also vielen, vielen lieben Dank. Fühl dich lieb gedrückt von uns beiden. Von uns beiden. Also wirklich, du hast mir eine riesengroße Freude gemacht mit allem. Und ja, tausend Dank. Und ihr, liebe Zuschauer, schaut mal bei der lieben Gamse vorbei. Ist eine ganz, ganz liebe YouTuberin. Lohnt sich, bei ihr mal reinzuschauen. Ich verlinke ihren Kanal unter diesem Video natürlich. Schaut mal in die Infobox. Ja, und jetzt würde ich sagen, jetzt räumen wir erstmal hier auf, das Chaos, was ich hier veranstaltet habe. Ja, wir brauchen jetzt erstmal eine Weile. Ja, oh ja. Aber dafür hat es Spaß gemacht und ja, tausend Dank. Okay. Ja. Ich würde jetzt sagen, ihr Lieben, freut euch auf weitere Videos. Ein Päckchen muss ich noch auspacken. Hab dann noch von der lieben Zuschauerin was bekommen. Und ja, zu meinem Postfach sollte ich jetzt mal wieder bald fahren. So ein paar haben sich angemeldet, so ein paar Zuschauer haben mir geschrieben, auch auf Instagram, Nadine, schau mal in dein Postfach. Und das werde ich jetzt auch bald machen. Ich denke mal, morgen fahre ich hin. Deshalb, es kann sein, also dass dann noch so anlässlich zu meinem Geburtstag, dass ihr dann auf jeden Fall noch Videos sehen werdet. Und ich freue mich schon und ich hoffe, ihr auch. Und ja, das soll es jetzt erstmal mit diesem Video gewesen sein. Und ich glaube, ich werde diesen Kabuki heute mit ins Bett nehmen. Ich bin total verliebt in diesen Pinsel. Ja, ich weiß auch nicht. Der ist echt schön. Ja. Also, ihr Lieben, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ja. Ja, morgen. Bleibt uns wo. Morgen bleibt uns oh. Nein, ich wollte nur noch erwähnen, dass bald auch ein, ja, morgen kriegen wir Besuch noch. Eine dritte liebe Person stößt zu uns. Ja, und wieder mal. Lasst euch überraschen, die meisten von euch kennen sie. Wir freuen uns schon riesig drauf und ich würde sagen, ja, mehr verraten wir nicht. Okay, jetzt aber. Bleibt uns gesund. Und bis ganz bald. Eure Nadine und Nathalie. Ciao.